Maya Lenski verkörperte die amerikanische Erfolgsstory, wie die Menschen sie gerne sehen. Ein Sohn armer Einwanderer schafft es, auf der vom Wirtschaftsmagazin Forbes herausgegebenen Liste der 100 reichsten Amerikaner notiert zu werden. Reader's Digest bewertete sein Vermögen mit 300 Millionen Dollar. Sein Beruf? Gangster. Lenski war gerade mal 1,60 Meter groß, aber er warf einen langen, verhängnisvollen Schatten auf Amerika. Hollywood präsentierte ihn als den wahren König des organisierten Verbrechens, als Kopf der Mafia und jüdischen Paten. Ein Senatsausschuss nannte ihn einen der berüchtigsten Verbrecher des 20. Jahrhunderts. Er habe sein Geschäft über alles gestellt und seinen besten Freund umgebracht, warf man ihm vor. Er versetzte als Konzernchef der Mafia das organisierte Verbrechen in die Lage, das ganze Land zu korrumpieren. Ob es mir gefallen hat, na klar, es war einträglich. Lenski war der letzte Boss in einer Generation von Verbrechern, die die amerikanische Fantasie beflügelte. Die meisten seiner Kollegen starben irgendwann einen gewaltsamen Tod. Maya Lenski war der Einzige, der sie überlebte. Am Ende machte ihn die Vorliebe der Amerikaner für ihre Gangster so berühmt, dass er ein Opfer seines eigenen Erfolgs wurde. Geboren wurde er 1902 in der Stadt Grodno in Polen, die seit mehr als 800 Jahren ein Zentrum jüdischen Lebens war. Wegen andauernder Verfolgung verließen viele Juden das Land, um ein besseres Leben in Amerika zu suchen. Dass seine Familie nach New York gelangte, war eine direkte Folge der Pogrome in Osteuropa. Seine spätere Karriere als Gewaltmensch hat er immer damit begründet, dass er eine schwere Kindheit hatte und erlebt hatte, wie sich Juden wehrten. Genau dies wollte er tun, sobald er in Amerika war. 1911 kommt der 9-jährige Meyer mit seiner Familie auf Ellis Island an. Seine Eltern können sich nicht an sein Geburtsdatum erinnern. Und so notiert ein Beamter einfach den 4. Juli. Das Leben ist hart für die Familie Lenski. Sie besitzen nur wenig und leben in einem Wohnhaus in der schlimmsten Gegend von New York, der legendären Lower East Side. Dieser kleine Bezirk in Manhattan hat die größte Bevölkerungsdichte der Welt und ist das Zentrum von Maya Lenskis Kindheit. Es ist ein Ort der Armut, der Krankheiten, aber auch der Kriminalität. An einem Sabbatabend ereignet sich etwas, das sein späteres Leben prägen wird. Praktizierende Juden dürfen am Sabbat kein Feuer anzünden und so schickt Mayas Mutter ihn mit einem Topf Essen für den Sabbat zum Bäcker, um ihn dort aufwärmen zu lassen. Seine Mutter gab ihm 5 Cent für den Bäcker. Und als er die Straße entlang ging, sah er einige Leute beim Würfelspiel. Er dachte sich, ich spiele damit, dann gewinne ich Geld und habe immer noch die 5 Cent für den Bäcker übrig. Aber natürlich hat er verloren und musste mit dem kalten Essen zurückkehren und seiner Familie beichten, dass er das Geld verloren hatte. An diesem Sabbat hatte seine Familie keine warme Mahlzeit. Und das war, wie er sagte, der entscheidende Moment für ihn. Er lernte daraus. Was ihn eigentlich ärgerte, war, dass er sein Geld auf der falschen Seite beim Glücksspiel eingesetzt hatte. Meyer verbringt nach der Schule jeden Nachmittag damit, den Zockern auf der Straße zuzusehen. Er ist schlau genug, um zu erkennen, dass falsch gespielt wird und alle Teilnehmer über den Tisch gezogen werden. Er schwört sich, sich niemals wieder hereinlegen zu lassen. Das wird er ab jetzt mit den anderen tun. Mit 16 verlässt er die Schule und organisiert ein florierendes Würfelgeschäft. Glücksspieler brauchen Beschützer und Lenski sucht sich einen Partner. Er spricht einen jungen jüdischen Straßenschläger an, der wegen seiner unbeherrschten Art den Spitznamen Bugsy, Verrückter, trägt. Sie gründen die Bugsy und Meyer Gang. Meyer stellt den Kopf und Ben Bugsy Siegel die Muskeln. Die Bande raubt, erpresst und veranstaltet Würfelspiele. Noch ein junger Straßenschläger soll größten Einfluss auf Lenski bekommen.
der Anführer einer italienischen Bande. Die Italiener waren allgemein die besseren Straßenkämpfer und machten sich immer den Spaß, die Juden zu verprügeln und ihnen ihr Geld abzunehmen. Da sahen sie diesen Häftling die Straße entlang kommen und hielten ihn für ein ideales Opfer, aber Lenski steckte nicht einfach auf. Der Anführer der italienischen Bande trägt den Namen Salvatore Luciano. Lenski streckte sein Kinn vor und sagte Luciano, er solle verschwinden. Nach diesem mutigen Auftritt entwickelte sich eine Freundschaft. Wahrscheinlich die bedeutendste Gangsterverbindung im New York der 20er und 30er Jahre zwischen dem Juden Lenski und Luciano, dem Italiener. Luciano und Lenski, zur rechten Zeit am rechten Ort. Schon bald sollten sie zu Profiteuren des besten Geschäftsfeldes werden, das die amerikanische Regierung je hervorbrachte, der Prohibition. Die Prohibition bot ideale Gelegenheiten für junge, aufgeweckte Männer wie Lenski, Luciano und Siegel. Clevere Geschäftemacher ohne Skrupel. Eine ganze Sparte der amerikanischen Wirtschaft wurde Kriminellen überlassen. Und das legte den Grundstein für die Finanzierung der Mafia in den USA. Lenski besaß den kühlen Kopf für Geschäfte und für die Kontrolle des Geldes. Bugsy die Dreistigkeit und das Gespür für Gefahr, das man brauchte, um einen Laster mit illegalem Alkohol zu fahren. Nach jedem Coup rechnet Meyer sofort aus, welchen Anteil jeder erhält und verteilt dann das Geld absolut fair und genau. Bugsy sagte, er könne Geld besser zählen als stehlen. Die Beträge stimmten immer, weil er ein guter Kopfrechner war. Und sein Anteil war nie größer als der der anderen. So arbeiteten die Leute gern mit Meyer Lenski zusammen. Lenski und Luciano kommen schon bald unter den Einfluss von Arnold Rothstein, genannt der Kopf, dem bekanntesten jüdischen Gangster in jener Zeit. Rothstein erkennt die Möglichkeiten der Prohibition und organisiert den illegalen Import von Alkohol. Er bietet Lenski und Luciano einen Teil seines Geschäfts an. Ralph Salerno hat sein Leben lang das organisierte Verbrechen beobachtet. Die bekanntesten Verbrecher der folgenden Jahrzehnte waren bei Rothstein entweder angestellt, arbeiteten sporadisch für ihn oder waren seine Partner. Lenski erkannte Rothsteins politische Verbindungen, durch die alles glatter für ihn lief. Rothstein hat die Polizei, Politiker und sogar ein paar Richter in der Hand. Lenski erkennt, dass es viel besser ist, Probleme mit Geld zu lösen als mit Gewalt. Aber Rothsteins Rolle als Mentor ist bald beendet. Selbst ein Spieler wird er bei einem Streit über ein Glücksspiel ermordet. Luciano und Lenski beeilen sich, das Geschäft ganz zu übernehmen. Sie beginnen, ihre Macht zu festigen. Ihre Freundschaft macht es möglich, die Territorien unter sich aufzuteilen. Erstmals kooperieren in New York Banden unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Es gibt weniger Tote bei Bandenkriegen und alle konzentrieren sich aufs Geldverdienen. Luciano ist so erfolgreich, dass einer der alten italienischen Gangsterbosse, Salvatore Maranzano, ihm sagt, er überschreite seine Grenzen. Aber Luciano hat nicht vor, sich zurückzuziehen. Stattdessen beschließt er, als Erster zuzuschlagen. Maranzano lässt sich von jüngeren italienischen Gangstern gut beschützen. Es wird schwer sein, an ihn heranzukommen. Luciano wandte sich an seine jüdischen Freunde, an Lenski und Siegel, und sagte, ich brauche Hilfe, Jungs. Maranzano hatte ein Büro gleich hinter der Grand Central Station. Er war von einem ganzen Schwarm Bodyguards umgeben. Und eines Tages kamen vier Nicht-Italiener herein und behaupteten, sie seien vom Finanzamt und müssten Maranzano sprechen. Warten Sie einen Moment, wir holen Mr. Maranzano her, sagte einer der Bodyguards und öffnete die Tür. Darauf zogen die angeblichen Steuerfahnder ihre Waffen. Sie erschossen die Bodyguards, stachen auf Maranzano ein und schossen, bis er tot war. Red Levine war einer der Schützen, der Maranzano getötet hatte. Er gehörte zur Meyer-Bugsy-Gang. Lenski ist das süße Leben nicht vergönnt, das seine Freunde genießen. Auf Wunsch seiner Mutter macht er einer jungen Frau aus der Nachbarschaft einen Heiratsantrag. Ihr Name ist Anna Citron.
Lansky heiratete, ohne groß zu überlegen. Er hatte viel Geld in der Tasche und seine Freundin Anna schien es nicht zu interessieren, woher er solche Summen hatte. Als die Lanskys 1929 heiraten, ist Bugsy einer der Trauzeugen. Und Salvatore Luciano ist der einzige Außenseiter, der zur Hochzeit eingeladen wird. Eine Ehre, die eher zu würdigen war's. Lansky ahnt, dass die angekündigte Rücknahme der Prohibition die Geldquelle der Bande versiegen lassen wird. Er sieht sich nach neuen Geschäftsmöglichkeiten um. Und was ihm dabei einfällt, ist sehr vorausschauend. Lanskys Anwalt bemerkte, dass er über die dunklen Seiten der menschlichen Natur nachdachte. Immer wieder führte er den Satz an, Glücksspiel berührt das Innerste des Menschen. Damit meinte er, dass jeder Mensch dem Spieldrang erliegen kann. Es gibt eine Kraft, die dich an den Spieltisch zieht. Für Lansky ist das Glücksspiel wie der Alkoholkonsum ein Laster und kein Verbrechen. Er sagt, jeder will spielen, etwas riskieren. Warum sollten wir ihm da nicht die Möglichkeit dazu geben? Damit nimmt eine Multimillionen-Dollar-Industrie in Amerika ihren Anfang. Die Prohibition ist beendet. Lansky widmet jetzt seine ganze Energie der Organisation des Glücksspiels. Seine Erfolge beruhen immer auch auf Bestechung. Diese Lektion hatte er von Rothstein gelernt. Er wusste, wie man Leute bestechen kann und machte es auf elegante Weise, ohne zu beleidigen. Er hatte ein Gefühl, wie viel er geben musste, wer die richtigen Empfänger waren. Nur selten hat er sich vertan. Als die Prohibition vorbei war, sah er sich um, wo und wen er bestechen konnte. Meist in vergleichsweise unkomplizierten Bereichen der Verwaltung. Sheriffs und Polizeichefs waren bestechlich und die Leute ringsum drückten gern beide Augen zu. Weil der Tourismus in Miami stark zunimmt, sieht Lansky Südflorida als einen geeigneten Standort für seine Casinos an. Gleich nördlich der dicht gedrängten Urlauberhotels von Miami Beach liegt die Kleinstadt Hallandale. Die lokalen Buchmacher sind nicht von Lanskys Idee begeistert. Lansky machte einen Deal mit ihnen. Meine Partner und ich kommen aus dem Nordosten hierher, steigen nicht in euer Geschäft ein und machen euch keine Konkurrenz. Wir wollen nur das Recht zum Betreiben illegaler Casinos, woran ihr ja wohl nicht interessiert seid. Und das war eine gute Abmachung. Gut überlegt, gut geplant. Eine Lösung, mit der alle zufrieden waren. Er hat ein Abkommen mit allen Hausbesitzern in Hallandale getroffen, in dem er jedem von ihnen $35 pro Woche versprach. Ich fragte ihn, aus welchem Grund. Und seine Antwort war, wenn ein Hausbesitzer ins Casino kommt und seinen Wochenlohn verspielt, wird seine Frau ihm die Hölle heiß machen. Einen solchen Ärger brauchte er nicht. Lanskys Casinos sind schon bald enorm erfolgreich. Sie sind ausgezeichnet eingerichtet und die Spieltische haben den Ruf, dass es an ihnen ehrlich zugeht. Es gab Casinos, die wurden von den feinsten Leuten besucht und boten Platz für 800 Menschen. In ganz Amerika waren sie für ihre gute Küche und Unterhaltung bekannt. Er bestand darauf, dass es ehrlich zugehen musste. Die Spieler im ganzen Land konnten in jedes seiner Casinos gehen und wussten, dass sie eine faire Chance bekamen. Ihn selbst hat niemand je in der Nähe eines Spieltisches gesehen. Nie hat er Ratschläge gegeben oder gespielt. Da Lansky kein Italiener ist, kann er nicht Mitglied der Mafia werden. Aber er hat es erreicht, dass er de facto Lucianos Geschäftsführer ist. Und der steigt rasch in die höchste Ebene der New Yorker Mafia auf. Man nennt ihn jetzt Lucky. Er genießt das Leben und ist mit seinem vielen Geld eine bekannte Persönlichkeit in der Stadt.
1931 war das Waldorf Astoria das größte und neueste Hotel in New York. Im Nordflügel des Gebäudes waren private Apartments untergebracht. Sie gehörten nicht zum Hotel, sondern zu den Waldorf Towers. Herbert Hoover, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, hatte dort eine Wohnung. Luciano bezog ebenfalls eine. Gleich darauf mietete sich auch Ben Siegel dort ein. Meyer Lansky hatte es nicht nötig, in die Waldorf Towers zu ziehen, um zu beweisen, dass er ein Macho war. Er lebte ruhig auf der Westseite Manhattans und war ganz zufrieden damit. In seinem Privatleben ereignen sich die einzigen Fehlschläge. Lansky spricht mit seiner Frau Anna nie über seine Geschäfte. Dadurch ist die Beziehung immer distanziert. Hinzu kam, dass ihr erstes Kind, Bernard Lansky, genannt Buddy, zuerst scheinbar gesund war, sich dann aber nicht weiterentwickelte. Bei einem Jahr zeigte es sich, dass er an einer Art Lähmung litt. Seine Mutter traf das so sehr, dass sie depressiv wurde. Sie hielt es für eine Strafe Gottes und glaubte, dieser habe sich Buddy ausgesucht, um die Verbrechen Meyer Lanskys zu sühnen. Aber Lansky nimmt sich wenig Zeit für den Kummer seiner Frau. Die Mafia macht riesige Gewinne und er ermutigt Luciano, den Leuten beizubringen, sich wie Geschäftsmänner zu verhalten. Die Banden sollen mehr miteinander kooperieren. Luciano steht hinter ihm und ruft die Oberhäupter aller Familien zu einem Treffen in seiner Wohnung im Waldorf zusammen. Lansky präsentiert einen Plan, nachdem die Familien zum ersten Mal ihre Geschäfte und Gebiete einvernehmlich untereinander aufteilen. Der Grund für Lanskys Erfolg war die Tatsache, dass er zumindest in allem, was er tat, anständige Geschäftsprinzipien anwandte. Lansky arbeitet in aller Stille an der Seite von Luciano. Er bringt die amerikanische Mafia langsam auf eine Linie und sorgt für Geschäftsbeziehungen untereinander. So entsteht das organisierte Verbrechen. Und dessen Vater steht erst am Anfang. Lansky ist jetzt ganz oben. Er ist Vertrauter der italienischen Bosse und leitet seine eigenen Casinos in New York und Florida. Nur wenige kennen seinen wirklichen Status in der Mafia. Da steht einiger Ärger ins Haus. Thomas Dewey ist ein US-Staatsanwalt mit politischen Ambitionen und er gehört nicht zu denen, die sich von der Mafia bezahlen lassen. Die Tage der Furcht vor den Verbrechern sind gezählt. Dewey war ein ehrgeiziger Politiker. Ihm gefiel die Vorstellung, der Besen zu sein, der New York auskehrt. Und er wusste um die Wirkung hochkarätiger Fälle. Deswegen nahm er sich Luciano vor. That's why he went for Luciano. Luciano ist das auffälligste Mitglied der Mafia. Er wird angeklagt, mehrere Prostituiertenringe geleitet zu haben. 1936 beginnt der Prozess gegen ihn. Er wird zu 30 bis 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Luciano setzt Frank Costello als seinen Vertreter ein. Costello und Lansky kennen sich schon seit ihren frühen Bandentagen. In gewisser Weise kam Lansky mit Costello besser klar als mit Luciano. Er war eher nach seinem Geschmack, gab sich zivilisiert, fast intellektuell und war nicht so auffallend und vulgär wie Luciano. In der Organisation repräsentierte nun Anastasia den Muskelmann und Lansky den Verstand. Lansky ist sicher, er und Bugsy sind die Nächsten auf Deweys Liste. Deshalb halten sich beide in New York sehr zurück. Lansky ermutigte seinen Partner Ben Siegel, der an die Westküste nach Kalifornien gegangen war, sich in Nevada umzusehen, wo das Glücksspiel legal war. Ben tat sich um und Lansky half ihm, Frank Costello und andere zu bewegen, Geld in etwas Neues zu investieren. Glücksspiel ist seit 1931 in Nevada legal. Dennoch ist es schwierig, sich dort niederzulassen. Bugsys Aufgabe ist es, der Mafia ein Geschäftsfeld für die Zukunft zu erschließen. Lansky vergräbt sich weiter in Florida, wo
wo er die warmen Nächte und die lebendige Atmosphäre genießt. Und nur 80 Kilometer über das Meer vom glitzernden Miami entfernt, liegt eine weitere potenzielle Goldgrube. Havanna in Kuba ist ein beliebtes Winterurlaubsquartier für reiche Amerikaner. Lansky investiert dort in ein paar kleinere Casinos. Wie in Nevada ist auch in Kuba das Glücksspiel legal. Aber dennoch müssen Schmiergelder fließen. Wie gewöhnlich macht Lansky sich mit den wichtigen Leuten bekannt. Mit einem aufstrebenden Offizier namens Fulgencio Batista schließt er Freundschaft. Seine Aktivitäten in Florida und seine Pflichten in New York werden ihm zu viel. Er braucht Hilfe. Er wendet sich an seinen Bruder Jake. Meyer hat all seine Geschäfte allein bewältigen müssen. Er hatte niemanden, dem er wirklich vertrauen konnte. Also überredete er seinen Bruder Jake, sein Pelzgeschäft in New York aufzugeben und in den Süden zu kommen. Jake war ein großer, kräftiger und gutmütiger Mann. Aber er hatte keine Ahnung vom Glücksspielgeschäft. Meyer sagte ihm, du musst dir nur eine Zigarre in den Mund stecken, die Klappe halten und gut aussehen. Genau das hat Jake getan. Jake zieht mit seiner Familie nach Florida und Meyer benutzt sein Haus für Besprechungen. Sie schlossen immer die Jalousien, damit sie niemand von der Straße aus sehen konnte. Ich hörte, wie die Rollos heruntergingen, die Männer sich setzten und in Papieren blätterten. Onkel Meyer saß gewöhnlich am Kopf des Tisches nahe zur Küche. Auf der anderen Seite des Ozeans, in Europa, ziehen dunkle Wolken auf. Hitler droht mit Weltkrieg. Das Militär in den USA ist besorgt, dass die Nazis den Hafen von New York sabotieren könnten. Der wird von der Mafia kontrolliert, besonders von Luciano Sicilien Fraktion. So Naval Intelligence approached Meyer Lansky, told him the problem. Die Navy wandte sich an Meyer Lansky, erläuterte ihm das Problem und Lansky erklärte sich bereit, Vermittler zwischen der amerikanischen Regierung, in diesem Falle der Navy, und Lucky Luciano zu sein. Dieser saß gerade im Gefängnis von Comstock im Norden des Staates New York. Lansky schien sich über die Sache gefreut zu haben. Er hatte mit großem Vergnügen jüdische und italienische Schlägerbanden organisiert, um die Aufmärsche von Nazi-Sympathisanten und faschistischen Gruppen in New York auseinanderzutreiben. Und als die Regierung ihn ansprach, sagte er sofort zu. Er fuhr nach Comstock und redete mit Luciano. Bei anschließenden Besuchen nahm er Frank Costello und andere Figuren der Unterwelt mit. Bei diesen Treffen wurde aber wahrscheinlich weit mehr besprochen. Sie konnten unmöglich die ganze Zeit damit zugebracht haben, dass er ihnen sagte, sie sollen den New Yorker Hafen schützen. Dafür hätten 5 Sekunden gereicht. Aber sie konferierten Stunden miteinander. Sie haben Lucianos Entscheidungen über das Geschäft entgegengenommen. Tatsächlich bleiben die New Yorker Docks von Sabotageakten verschont. Auch die anderen Häfen. Und trotzdem gibt es eine Unmenge von Besuchen im Gefängnis. Nach dem Krieg wird Luciano aus Dank für seine Hilfe begnadigt, aber nur unter der Bedingung, dass er nach Italien ausreist. Während des ganzen Krieges hatte Meyer Geld an Ben Siegel in Las Vegas geleitet, der dort das Hotel Flamingo mit einem luxuriösen Spielcasino baute. Siegel gab das Geld mit vollen Händen aus, wurde dafür auch kritisiert, aber Bugsy kümmerte sich nicht um die Warnungen des Syndikats. Lansky reiste darauf mit seinem zweiten Sohn Paul nach Las Vegas, um seinen Freund zur Vernunft zu bringen. Für eine Weile hatte er Erfolg, aber schon bald warf Ben wieder mit Geld um sich und verärgerte alle noch mehr. Man hatte das Gefühl, dass ein Großteil des Geldes nicht in den Bau floss, sondern dass Ben Siegel es für sich und seine Freundin Virginia Hill abzweigte, für Schmuck und Pelze. Bugsy war zu weit gegangen. Die Mafia-Bosse verlangten Maßnahmen. Ich glaube, Lansky musste dem Mord an Siegel zustimmen, wenn auch sehr widerwillig. Er und Ben hatten geholfen, die Regeln aufzustellen und mussten sie nun auch befolgen. Wie immer entscheidet sich Lansky für den Konsens. Er hat immer alles für das Wohl der Organisation getan und beweist einmal mehr, dass er das Vertrauen der Mafia verdient.
Lansky hat immer gesagt, dass es einer der traurigsten Tage in seinem Leben war, als Bugsy Siegel erschossen wurde. Es ist nicht die einzige persönliche Sache, mit der Meyer sich befassen muss. Die Lanskys haben jetzt 3 Kinder. Tochter Sondra hat die Familie komplettiert. Seine Ehe mit Anna, der Mutter seiner Kinder, war zerrüttet. Anna konnte nicht mit der Unehrlichkeit ihres Lebens klarkommen. Dass sie nicht wusste, was vorging, hat sie mental kaputt gemacht. Ihr Gemütszustand war immer labiler geworden und Lansky verbrachte nur noch wenig Zeit mit ihr. 1947 ließen sie sich dann scheiden. Ein neues Problem taucht auf. Estes Kefauver, ein ehrgeiziger Senator, interessiert sich für das organisierte Verbrechen. Einen nach dem anderen holt er die weithin bekannten Gangster an die Öffentlichkeit. So auch Lansky. In Florida entsetzt sich Kefauver über all die Spielcasinos. Natürlich war Meyer Lansky für all diese Einrichtungen verantwortlich. So wurde er zum ersten Mal in seinem Leben eine öffentliche Person. Ein junger Mann namens Vincent Mercurio hatte sich mit Lanskys Sohn Buddy im Krankenhaus angefreundet. Mercurio wurde sehr bald zu seinem Vertrauten und blieb bei Buddy, wenn die Lanskys auf Reisen gingen. Als Lansky einmal anrief, um mit Buddy zu sprechen, erfuhr er, dass Mercurio unbeabsichtigt eine Vorladung angenommen hatte, die für Meyer bestimmt war. Er fragte, wer das Telegramm angenommen habe. Buddy antwortete, Vince. Darauf er, sagt Vince, er soll selbst erscheinen, weil er das Telegramm bekommen hat. Ich meinte, das soll wohl ein Witz sein. Als er zurück war, bat er mich, geh doch für mich hin. Ich fragte, was soll ich sagen? Lansky, gar nichts. Als Lansky dann selbst für die Grand Jury erscheint, macht er es genau so. Er sagt gar nichts. Er wusste, wenn er nicht schweigen würde, müsste er zugeben, dass er Einkommen aus den Casinos bezog. Dann hätte er die Steuerfahndung auf den Fersen gehabt. Aber es war dennoch der Anfang vom Ende für ihn. Das Ende seines Glücksspielgeschäfts in Amerika. Durch einen glücklichen Zufall übernimmt Lanskys alter Freund Batista gerade die Macht in Kuba, als Kefauver in den USA das organisierte Glücksspiel abschafft. Aber Batista hatte ein ernsthaftes Problem. Prominente Amerikaner waren in den Casinos von Havanna mit Falschspiel betrogen worden. Kubas lukratives Tourismusgeschäft ist in Gefahr. Batista kannte Lanskys Ruf, seinen Spielbetrieb ehrlich zu leiten, und bittet ihn, die Aufsicht über alle Casinos in Havanna zu übernehmen. Im Endeffekt wurden alle Touristen geschützt. Denn dank Meyers Eingreifen wurden die Casinos in Kuba nun ehrlich geführt. Lansky war also gerade auf einer Karibikinsel, als der Tourismus in dieser Region zu boomen begann. Er konnte sein Geschäft legal betreiben. Glücksspiel zog die Leute an. Und er war auch noch der Freund des Präsidenten. Er hat ihm eine Menge Geld gegeben. Ich glaube, es waren manchmal bis zu 150.000 Dollar. Er und Batista standen sich sehr nahe. Das Kuba im Jahr 1955 ist für Lansky ideal. Legales Glücksspiel, eine total korrupte Regierung und außer Reichweite des US-Justizministeriums. Meyer wird Ermittler zwischen der Mafia und der korrupten kubanischen Regierung. Havanna wird sein persönliches Herrschaftsgebiet. Es ist das erste und einzige Mal, dass die Mafia ihm die ganze Macht übergibt. Aber im Moment des Triumphes machte er auch seinen größten Fehler, wie sich später herausstellte. Er beschloss nämlich, sein gesamtes Geld zu nehmen und ein Hotel zu bauen. Das beste Hotel in Havanna. Er holte sich die ersten Architekten und errichtete das Riviera, das man auch heute noch in Havanna bewundern kann. Es war das erste vollklimatisierte Hotel am Platz. Lansky tut, was er bisher vermieden hat. Er setzt sein eigenes Geld ein, sein gesamtes Vermögen. Es stand im Widerspruch zu seiner Philosophie. Damit meine ich, dass er immer zu mir sagte, Vince, geh nie ein Risiko ein. Aber er hat schließlich seine Zukunft aufs Spiel gesetzt mit dem Riviera.
Kuba war aus einer Reihe von Gründen der wichtigste Spielplatz für amerikanische Touristen. Das Klima, die Prostituierten und so weiter. Und alles in großer Nähe. Das Glücksspiel kontrastierte die schrecklichen Zustände in Kuba, die enorme Armut der Mehrheit der Menschen. Meyer sieht keinen Grund, sich um die Rebellen im Süden zu scheren. Sein Augenmerk gilt den reichen amerikanischen Touristen, die sein Hotel und seine Casinos besuchen. Wenn es ganz schlimm kommen sollte und Batista gestürzt werden würde, müsste er sich nicht sorgen. Dann würde er ein anderes Regime bezahlen. Lenski ist überzeugt, dass er mit Bestechungen überleben wird, egal was da kommt. In den Bergen Zentralkubas braut sich die Gefahr einer Revolution zusammen. Aber die Touristen strömen weiter nach Havanna, angezogen von den Vergnügungspalästen, die entlang des Strandes gebaut wurden. Lenskis Rivera ist der neueste und beste. Meyer ist in bester Stimmung. Er betreibt seine Geschäfte in aller Öffentlichkeit und ist stolz auf seine Leistungen. Aber an der Heimatfront will sein Sohn Paul nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er hatte den Mut seines Vaters, den klugen Kopf, einfach alles. Aber er wollte sein eigenes Leben führen und sich von seinem Vater lossagen. Das tat er. Lenski bedauert es tief, dass Paul sich von ihm distanziert. Aber er versteht warum. Meyer hatte wieder geheiratet. Seine neue Frau Teddy, die er in Florida kennengelernt hatte, war seine Maniküre. Sie war eine sehr attraktive und auffallende Frau. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht sehr willkommen war. Teddy ist das genaue Gegenteil von Anna. Sie hat kein Problem damit, wie Meyer sein Geld verdient, solange er genug davon nach Hause bringt. Und es ist ihr egal, ob Meyers Kinder sie mögen oder nicht. 1957 wird Frank Costellos rechte Hand, Albert Anastasia, bei einem Überfall auf einen Friseurladen in Manhattan ermordet. In New York eingetroffen, wird Lenski von der Polizei verhört. Die weiß, dass Anastasia mit Lenski über Investitionen in Kuba gesprochen hat. Dafür interessiert sich sofort die Presse. Kannten Sie Albert Anastasia? Ich weiß nicht, was Sie mit kennen meinen. Hatten Sie ihn einmal getroffen? Das ist wahr. Was haben Sie der Polizei erzählt? Haben Sie etwas gesagt? Ich konnte nichts sagen. Ich weiß ja nichts. Was haben Sie geantwortet, als man Sie dazu befragte? Es war mir so fremd wie ein Eskimo in Alaska. Meyer kehrt rasch nach Kuba zurück, wo er vor dem Zugriff der US-Behörden sicher ist. Bisher immer in der Lage, Gefahren vorherzusehen, verkennt er nun die Bedeutung des Mannes in den Bergen, Fidel Castro. Seit Jahren hat Castros Guerilla Batistas Armee bekämpft. Am Silvesterabend 1958 startet Castro einen Angriff auf alle wichtigen Städte in Kuba. Das Rivera gibt es jetzt seit einem Jahr. Er vertraute immer darauf, dass er sich aus allem herauskaufen konnte, egal was passierte. Und so ist Meyer auch nicht alarmiert, als er eines Morgens aufwacht und erfährt, dass sein Freund Batista aus dem Land geflohen ist. Er fühlt sich sicher mit seinem Wissen über die menschliche Natur. Es spielt keine Rolle, wer an der Macht ist. Jeder ist korrumpierbar. Daran hat er sich noch nie geirrt. Bis jetzt. Bei ihm drehte sich alles um Geld. Er meinte, das sei die Lösung für jedes Problem. Mit ihm könne man jeden Ärger ersticken. Um Hindernisse zu beseitigen, muss man einfach nur zahlen. Castro sah in ihm das Symbol für amerikanische Korruption, den korrupten Einfluss Amerikas in Kuba. Lenski stand für die schlimmsten Auswüchse der amerikanischen Kontrolle über das Land. Deshalb war es für Castro wichtig, die ganze Sache sofort zu beenden. Lenski versucht durchzuhalten und setzt sein ganzes Vermögen ein, um das Rivera zu erhalten. Aber bereits nach einem Jahr verbietet Castro das Glücksspiel und lässt alle Casinos schließen. Lenski musste praktisch sein gesamtes Vermögen in Kuba zurücklassen. Und wenn die Leute sich fragen, was mit Meyer Lenskis Geld passiert ist, dann sage ich nur, es ist in Havanna, in seinem Hotel, im Riviera, in das er alle Träume einbrachte.
Als er Kuba verließ, war er ein armer Mann. Zurück in Florida scheinen ihn die Lichter Miamis zu verhöhnen. Sein einziges Einkommen ist jetzt ein kleiner Anteil an den Erträgen aus den Casinos in Las Vegas. Er hat immer noch die Aufgabe, den Profit unter den Familien aufzuteilen. Aber seine alten Freunde sind nicht mehr an der Macht. Lanskys Verbündeter Frank Costello wird Opfer eines Anschlags. Er überlebt zwar, aber er zieht sich aus der Führung der New Yorker Mafia zurück. By the late 60s. Ende der 60er Jahre war Lansky so etwas wie das Urgestein der Mafia. All seine Weggefährten gab es nicht mehr. Das machte ihn für die Medien umso interessanter. Den damaligen Bossen war es gerade recht, dass er im Mittelpunkt stand. Ein Zeitungsmann, der für den Miami Herald schrieb, brachte eine Story über Meyer Lansky. Und eines Tages griff sich dieser Hank Messick einfach eine Zahl aus der Luft und behauptete, Lansky könne bis zu 400 Millionen Dollar schwer sein. In den nächsten 10 Jahren wurde das in anderen Büchern und Berichten wiederholt. Lansky wurde auf 400 Millionen Dollar geschätzt, ohne jede Grundlage. Niemand wusste, wie arm er wirklich war. Er musste mit dieser bitteren Ironie leben. Es hilft auch nichts, dass er seiner Frau Teddy erzählt, die Mafia sei reicher als der größte US-Stahlkonzern. Wovon sollte er leben? Er wurde ja Tag und Nacht vom FBI und der Finanzbehörde verfolgt. Viele Beamte kümmerten sich um ihn. Die Medien, endlose Ermittlungen, häufige Anklagen. All dies sagt ihm, dass er nur eine Wahl hat. Er beginnt einen letzten großen Plan zu schmieden. Er will in die Fußstapfen seiner ehemaligen Partner treten und ins Exil gehen. Als er 1970 aus dem Urlaub in Mexiko zurückkehrt, wird er bei einer Zollkontrolle verhaftet. Man hatte Medikamente bei ihm gefunden, für die er kein Rezept besaß. Obwohl ein Richter die Sache abweist, hat Lansky nun die Nase voll. Er hat schon immer besondere Gefühle für den Staat Israel gehabt und weiß, dass er als Jude nicht abgewiesen wird. Er hatte Informationen, dass man ihn anklagen wolle. Und als er das Land Richtung Israel verlassen hatte, wurden 3 Anklagen erhoben. Mr. Lansky, warum sind die amerikanischen Behörden hinter Ihnen her? Es begann eigentlich schon 1965, als irgendjemand schrieb, ich hätte 300 Millionen Dollar. Ich wünschte, ich hätte eine. Das Ganze ist eine Riesenlüge. Wenn man es lange genug wiederholt, glauben die Leute es. Fühlen Sie sich als Opfer öffentlicher Verfolgung? Gewiss. Der Dinosaurier der amerikanischen Mafia wird zum Star der israelischen Medien. So verlässt er Tel Aviv, um in einer ruhigen Strandkommune zu leben. Aber auch dorthin verfolgt man ihn. Gleich nachdem er seinen Antrag auf Einbürgerung gestellt hatte, sandte die amerikanische Regierung Dokumente, bat den israelischen Generalstaatsanwalt nach Washington und zeigte ihm Belastungsmaterial. Vieles war unbewiesen, aber es war dennoch erschreckend. Der israelische Justizminister Josef Berg unterbreitet Premierministerin Golda Meir den Fall. Sie sagte, Meyer Lansky, wer ist das? Sie wusste offenbar nicht, von wem Berg sprach. Also erklärte ihr Berg in groben Zügen, worum es ging und erwähnte dabei auch die Mafia. Daraufhin zog Golda Meir die Augenbrauen hoch und sagte, Mafia? Keine Mafia in Israel. Das war, wie Berg sagte, das Ende jeder Chance für Lansky, ein Bürger Israels zu werden. Der Fall geht vor das höchste israelische Gericht. Dort wird er abgewiesen. Lansky ist isoliert und allein. Er weiß nicht wohin. Er muss Israel verlassen, kann aber wegen der Haftbefehle nicht in die USA zurück. Als quasi Staatenloser sucht er eine neue Heimat. Er entschied sich ausgerechnet für Paraguay, wo in jener Zeit der faschistische Diktator Stroessner regierte, der Nazis und deutschen Kriegsverbrechern Unterschlupf bot. German War Criminals.
Im November 1972 verlässt Lenski in aller Stille Israel. Begleitet von einem israelischen Bodyguard fliegt er nach Genf, wo er in eine Maschine nach Südamerika umsteigen will. Aber das Flugzeug verspätet sich und er wird entdeckt. Endlich an Bord weiß Washington, dass er unterwegs ist. Als sie von Buenos Aires nach Paraguay flogen, merkten sie, dass sie beobachtet wurden. Bei der Landung in Paraguay standen amerikanische Beamte auf dem Flugfeld und die Polizei ließ Lenski nicht aussteigen. Lenski bleibt an Bord und der Flug geht weiter. Er erkennt, dass Miami das eigentliche Ziel ist. Das Flugzeug flog durch Südamerika und landete an verschiedenen Orten, an denen er versuchte auszusteigen. Aber egal wo er landete, das FBI war einen Schritt voraus, alarmierte die Polizei und die Einwanderungsbehörde. Er durfte nirgendwo heraus. Und als das Flugzeug endlich in Miami landete, erwarteten ihn das FBI und die Presse. Alles, wovor er geflohen war, holte ihn wieder ein. Die US-Regierung hat jetzt Handhabe gegen ihn und ihn selbst noch dazu. Alle Anstrengungen, der amerikanischen Justiz zu entkommen, waren vergebens. Noch am Flughafen wird er verhaftet und wegen Missachtung des Gerichts und Steuerhinterziehung angeklagt. Einige Tage später kehrt seine Frau Teddy aus Israel zurück. Auch sie wird am Flughafen empfangen, kann das Ende der Odyssee aber nicht so gelassen akzeptieren wie ihr Mann. Bis zum Prozess auf Kaution frei, wird Lenski weiterhin beobachtet und von der Presse verfolgt. Sind Sie mit Ihrem Anwalt zufrieden? Kein Kommentar. Die Presse machte ihm sein Leben besonders schwer. Sie hatte entdeckt, dass er in der Collins Avenue in Miami Beach wohnte und dort mit einem kleinen Hund spazieren ging. Sie haben mit den Berichten angefangen und können nicht mehr aufhören. Ein Experte hat mir gesagt, sie werden auch nicht aufhören, denn sie haben zu viel in mich investiert. Es wurde eine Standardgeschichte für jeden Journalisten, der nach Miami kam. Man fuhr zur Collins Avenue, um den großen Gangsterboss zu sehen. Er verließ seine Wohnung und ging mit dem Hund spazieren. Auch ich habe mir sein Apartment angesehen, als ich für mein Buch über Lenski recherchierte. Ich war überrascht, dass es das kleinste im ganzen Gebäude war. Es gab eine übel riechende Küche und keinen Meerblick. Mehr konnte Lenski sich nicht leisten, nachdem er aus Israel zurück war. Hier verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens. Lenski ist ein alter, kranker Mann. Er hat ein Herzleiden, aber er spielt das Spiel bis zum Ende mit. Er erscheint pflichtbewusst vor Gericht, sagt aber nicht aus. Sein Auftritt ist der eines freundlichen alten Herrn, nicht der eines Mafiabosses. Das einzig Anrüchige an ihm ist, dass er mit einigen seiner Mafia-Freunde in Wolfies Deli Kaffee trinkt. Es dauert 2 Jahre, bis die Regierung alle Anklagepunkte gegen ihn zusammen hat. Aber Lenski kommt ungeschoren davon. Er wird zwar der Missachtung des Gerichts überführt, aber der Richter missbilligt die Taktik der Regierung und weist den Fall ab. Einen letzten Schlag versetzt ihm die Mafia selbst. Der Sohn seiner Frau gerät in einen Streit mit Gangstern aus Philadelphia und tötet einen von ihnen. Man sagt, seine Tage seien gezählt. Ich glaube, er hätte gern Teddys Sohn gerettet. Aber die Gangster aus Philadelphia wollten ihre Rache. Und als Teddys Sohn ein Restaurant verließ und zum Parkplatz ging, knallte es. Und der Staat Florida sparte sich einen Prozess. Lenski gehört nicht mehr zum organisierten Verbrechen und hat keinen Einfluss mehr. Teddy vergibt Meyer nie, dass er ihren Sohn nicht retten konnte. Im Dezember 1982 geht Lenski ins Krankenhaus und einige Wochen später stirbt er an den Folgen seiner Krankheiten. Er wurde 80 Jahre alt. Obwohl hunderte Millionen Dollar während seiner Karriere durch seine Hände gingen, scheint er am Ende nicht mehr als ein paar hunderttausend besessen zu haben. Man kann sich noch heute Meyer Lenskis Testament im Gerichtsgebäude von Dade County ansehen. Es zeigt, dass er bei seinem Tod kein Geld besaß. Er war ein Pionier, der erkannt hatte, was für ein Riesengeschäft das Glücksspiel werden würde. Und
Er überlebte die Zeiten seiner Mafia-Karriere. Er war genial. Nie musste er ins Gefängnis. Er zeigte, wie man Dinge zusammenbringt, die damals gesetzwidrig waren und heute ganz legal sind. Das Glücksspiel ist heute in Amerika normal. Es wird sogar bejubelt und ist ein großer Geschäftszweig. Man kann sagen, dass Meyer Lansky das erkannt hat. But there was a much bigger lesson, I think, to be learned from the life of Meyer Lansky. And that is, ich glaube, es gibt eine wichtige Lehre, die man aus Meyer Lanskys Leben ziehen kann. Beide Ehen waren eine Katastrophe. Bei seinem Tod hatte er keinen Kontakt zu seinen Kindern. Seine Karrierewünsche in der Unterwelt hatten sich nicht erfüllt. Es ist die alte Lehre, dass Verbrechen sich nicht auszahlt. Aber irgendwie gefällt die Vorstellung, dass man Regeln ignorieren und damit Erfolg haben kann. Wenn man betrachtet, wie Meyer Lansky, der klügste Mafioso des 20. Jahrhunderts, endete, dann merkt man, dass der Betrug seinen Preis hat. Seine größte Leistung war vielleicht, dass er friedlich in einem Krankenhaus starb. Er wurde nicht auf der Straße erschossen und endete nicht im Gefängnis oder im Exil, sondern verbrachte seine letzten Jahre in Gesellschaft seiner Freunde. Meyer Lansky hat dank seiner Klugheit überlebt. In der schlimmsten Gegend von New York, der legendären Lower East Side. Dieser kleine Bezirk in Manhattan hat die größte Bevölkerungsdichte der Welt und ist das Zentrum von Meyer Lanskys Kindheit. Es ist ein Ort der Armut, der Krankheiten, aber auch der Kriminalität. An einem Sabbatabend ereignet sich etwas, das sein späteres Leben prägen wird. Praktizierende Juden dürfen am Sabbat kein Feuer anzünden. Und so schickt Meyers Mutter ihn mit einem Topf Essen für den Sabbat zum Bäcker, um ihn dort aufwärmen zu lassen. Seine Mutter gab ihm 5 Cent für den Bäcker. Und als er die Straße entlang ging, sah er einige Leute beim Würfelspiel. Er dachte sich, ich spiele damit, dann gewinne ich Geld und habe immer noch die 5 Cent für den Bäcker übrig. Aber natürlich hat er verloren und musste mit dem kalten Essen zurückkehren und seiner Familie beichten, dass er das Geld verloren hatte. An diesem Sabbat hatte seine Familie keine warme Mahlzeit. Und das war, wie er sagte, der entscheidende Moment für ihn. Er lernte daraus. Was ihn eigentlich ärgerte, war, dass er sein Geld auf der falschen Seite beim Glücksspiel eingesetzt hatte. Meyer verbringt nach der Schule jeden Nachmittag damit, den Zockern auf der Straße zuzusehen. Er ist schlau genug, um zu erkennen, dass falsch gespielt wird und alle Teilnehmer über den Tisch gezogen werden. Er schwört sich, sich niemals wieder hereinlegen zu lassen. Das wird er ab jetzt mit den anderen tun. Mit 16 verlässt er die Schule und organisiert ein florierendes Würfelgeschäft. Glücksspieler brauchen Beschützer und Lansky sucht sich einen Partner. Er spricht einen jungen jüdischen Straßenschläger an, der wegen seiner unbeherrschten Art den Spitznamen Bugsy, Verrückter, trägt. Sie gründen die Bugsy und Meyer Gang. Meyer stellt den Kopf und Ben Bugsy Siegel die Muskeln. Die Bande raubt, erpresst und veranstaltet Würfelspiele. Noch ein junger Straßenschläger soll größten Einfluss auf Lansky bekommen. Der Anführer einer italienischen Bande. Die Italiener waren allgemein die besseren Straßenkämpfer und machten sich immer den Spaß, die Juden zu verprügeln und ihnen ihr Geld abzunehmen. Da sahen sie diesen Häftling die Straße entlang kommen und hielten ihn für ein ideales Opfer, aber Lansky steckte nicht einfach auf. Der Anführer der italienischen Bande trägt den Namen Salvatore Luciano.
Lansky streckte sein Kinn vor und sagte Luciano, er solle verschwinden. Nach diesem mutigen Auftritt entwickelte sich eine Freundschaft. Wahrscheinlich die bedeutendste Gangsterverbindung im New York der 20er und 30er Jahre zwischen dem Juden Lansky und Luciano, dem Italiener. Luciano und Lansky, zur rechten Zeit am rechten Ort. Schon bald sollten sie zu Profiteuren des besten Geschäftsfeldes werden, das die amerikanische Regierung je hervorbrachte, der Prohibition. Die Prohibition bot ideale Gelegenheiten für junge, aufgeweckte Männer wie Lansky, Luciano und Siegel. Clevere Geschäftemacher ohne Skrupel. Eine ganze Sparte der amerikanischen Wirtschaft wurde Kriminellen überlassen. Und das legte den Grundstein für die Finanzierung der Mafia in den USA. Lansky besaß den kühlen Kopf für Geschäfte und für die Kontrolle des Geldes. Bugsy die Dreistigkeit und das Gespür für Gefahr, das man brauchte, um einen Laster mit illegalem Alkohol zu fahren. Nach jedem Coup rechnet Meyer sofort aus, welchen Anteil jeder erhält und verteilt dann das Geld absolut fair und genau. Bugsy sagte, er könne Geld besser zählen als stehlen. Die Beträge stimmten immer, weil er ein guter Kopfrechner war. Und sein Anteil war nie größer als der der anderen. So arbeiteten die Leute gern mit Meyer Lansky zusammen. Lansky und Luciano kommen schon bald unter den Einfluss von Arnold Rothstein, genannt der Kopf, dem bekanntesten jüdischen Gangster in jener Zeit. Rothstein erkennt die Möglichkeiten der Prohibition und organisiert den illegalen Import von Alkohol. Er bietet Lansky und Luciano einen Teil seines Geschäfts an. Ralph Salerno hat sein Leben lang das organisierte Verbrechen beobachtet. Die bekanntesten Verbrecher der folgenden Jahrzehnte waren bei Rothstein entweder angestellt, arbeiteten sporadisch für ihn oder waren seine Partner. Lansky erkannte Rothsteins politische Verbindungen, durch die alles glatter für ihn lief. Rothstein hat die Polizei, Politiker und sogar ein paar Richter in der Hand. Lansky erkennt, dass es viel besser ist, Probleme mit Geld zu lösen als mit Gewalt. Aber Rothsteins Rolle als Mentor ist bald beendet. Selbst ein Spieler wird er bei einem Streit über ein Glücksspiel ermordet. Luciano und Lansky beeilen sich, das Geschäft ganz zu übernehmen. Sie beginnen, ihre Macht zu festigen. Ihre Freundschaft macht es möglich, die Territorien unter sich aufzuteilen. Erstmals kooperieren in New York Banden unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Er sagt, jeder will spielen, etwas riskieren. Warum sollten wir ihm da nicht die Möglichkeit dazu geben? Damit nimmt eine Multimillionen-Dollar-Industrie in Amerika ihren Anfang. ...1933. Die Prohibition ist beendet. Lansky widmet jetzt seine ganze Energie der Organisation des Glücksspiels. Seine Erfolge beruhen immer auch auf Bestechung. Diese Lektion hatte er von Rothstein gelernt. Er wusste, wie man Leute bestechen kann und machte es auf elegante Weise, ohne zu beleidigen. Er hatte ein Gefühl, wie viel er geben musste, wer die richtigen Empfänger waren. Nur selten hat er sich vertan. Als die Prohibition vorbei war, sah er sich um, wo und wen er bestechen konnte. Meist in vergleichsweise unkomplizierten Bereichen der Verwaltung. Sheriffs und Polizeichefs waren bestechlich und die Leute ringsum drückten gern beide Augen zu. Weil der Tourismus in Miami stark zunimmt, sieht Lansky Südflorida als einen geeigneten Standort für seine Casinos an. Gleich nördlich der dicht gedrängten Urlauberhotels von Miami Beach liegt die Kleinstadt Hallandale. Die lokalen Buchmacher sind nicht von Lanskys Idee begeistert. Lansky machte einen Deal mit ihnen. Meine Partner und ich kommen aus dem Nordosten hierher, steigen nicht in euer Geschäft ein und machen euch keine Konkurrenz. Wir wollen nur das Recht zum Betreiben illegaler Casinos, woran ihr ja wohl nicht interessiert seid. Und das war eine gute Abmachung. Gut überlegt, gut geplant. Eine Lösung, mit der alle zufrieden waren. Er hat ein Abkommen mit allen Hausbesitzern in Hallandale getroffen, in dem er jedem von ihnen $35 pro Woche versprach. Ich fragte ihn, aus welchem Grund.
Und seine Antwort war, wenn ein Hausbesitzer ins Casino kommt und seinen Wochenlohn verspielt, wird seine Frau ihm die Hölle heiß machen. Einen solchen Ärger brauchte er nicht. Lanskys Casinos sind schon bald enorm erfolgreich. Sie sind ausgezeichnet eingerichtet und die Spieltische haben den Ruf, dass es an ihnen ehrlich zugeht. Es gab Casinos, die wurden von den feinsten Leuten besucht und boten Platz für 800 Menschen. In ganz Amerika waren sie für ihre gute Küche und Unterhaltung bekannt. Meyer Lansky verkörperte die amerikanische Erfolgsstory, wie die Menschen sie gerne sehen. Ein Sohn armer Einwanderer schafft es, auf der vom Wirtschaftsmagazin Forbes herausgegebenen Liste der 100 reichsten Amerikaner notiert zu werden. Reader's Digest bewertete sein Vermögen mit 300 Millionen Dollar. Sein Beruf? Gangster. Lansky war gerade mal 1,60 Meter groß, aber er warf einen langen, verhängnisvollen Schatten auf Amerika. Hollywood präsentierte ihn als den wahren König des organisierten Verbrechens, als Kopf der Mafia und jüdischen Paten. Ein Senatsausschuss nannte ihn einen der berüchtigsten Verbrecher des 20. Jahrhunderts. Er habe sein Geschäft über alles gestellt und seinen besten Freund umgebracht, warf man ihm vor. Er versetzte als Konzernchef der Mafia das organisierte Verbrechen in die Lage, das ganze Land zu korrumpieren. Ob es mir gefallen hat, na klar, es war einträglich. Lansky war der letzte Boss in einer Generation von Verbrechern, die amerikanische Fantasie beflügelte. Die meisten seiner Kollegen starben irgendwann einen gewaltsamen Tod. Meyer Lansky war der Einzige, der sie überlebte. Am Ende machte ihn die Vorliebe der Amerikaner für ihre Gangster so berühmt, dass er ein Opfer seines eigenen Erfolgs wurde. Geboren wurde er 1902 in der Stadt Grodno in Polen, die seit mehr als 800 Jahren ein Zentrum jüdischen Lebens war. Wegen andauernder Verfolgung verließen viele Juden das Land, um ein besseres Leben in Amerika zu suchen. Dass seine Familie nach New York gelangte, war eine direkte Folge der Pogrome in Osteuropa. Seine spätere Karriere als Gewaltmensch hat er immer damit begründet, dass er eine schwere Kindheit hatte und erlebt hatte, wie sich Juden wehrten. Genau dies wollte er tun, sobald er in Amerika war. 1911 kommt der 9-jährige Meyer mit seiner Familie auf Ellis Island an. Seine Eltern können sich nicht an sein Geburtsdatum erinnern. Und so notiert ein Beamter einfach den 4. Juli. Das Leben ist hart für die Familie Lansky. Sie besitzen nur wenig und es gibt weniger Tote bei Bandenkriegen. Und alle konzentrieren sich aufs Geldverdienen. Luciano ist so erfolgreich, dass einer der alten italienischen Gangsterbosse, Salvatore Maranzano, ihm sagt, er überschreite seine Grenzen. Aber Luciano hat nicht vor, sich zurückzuziehen. Stattdessen beschließt er, als Erster zuzuschlagen. Maranzano lässt sich von jüngeren italienischen Gangstern gut beschützen. Es wird schwer sein, an ihn heranzukommen. Luciano wandte sich an seine jüdischen Freunde, an Lansky und Siegel, und sagte, ich brauche Hilfe, Jungs. Maranzano hatte ein Büro gleich hinter der Grand Central Station. Er war von einem ganzen Schwarm Bodyguards umgeben. Und eines Tages kamen 4 Nicht-Italiener herein und behaupteten, sie seien vom Finanzamt und müssten Maranzano sprechen. Warten Sie einen Moment, wir holen Mr. Maranzano her, sagte einer der Bodyguards und öffnete die Tür. Darauf zogen die angeblichen Steuerfahnder ihre Waffen. Sie erschossen die Bodyguards, stachen auf Maranzano ein und schossen, bis er tot war. Red Levine war einer der Schützen, der Maranzano getötet hatte. Er gehörte zur Meyer-Bugsy-Gang. Lansky ist das süße Leben nicht vergönnt, das seine Freunde genießen.
Auf Wunsch seiner Mutter macht er einer jungen Frau aus der Nachbarschaft einen Heiratsantrag. Ihr Name ist Anna Citron. Lansky heiratete ohne groß zu überlegen. Er hatte viel Geld in der Tasche und seine Freundin Anna schien es nicht zu interessieren, woher er solche Summen hatte. Als die Lanskys 1929 heiraten, ist Bugsy einer der Trauzeugen. Und Salvatore Luciano ist der einzige Außenseiter, der zur Hochzeit eingeladen wird. Eine Ehre, die er zu würdigen weiß. Lansky ahnt, dass die angekündigte Rücknahme der Prohibition die Geldquelle der Bande versiegen lassen wird. Er sieht sich nach neuen Geschäftsmöglichkeiten um. Und was ihm dabei einfällt, ist sehr vorausschauend. Lanskys Anwalt bemerkte, dass er über die dunklen Seiten der menschlichen Natur nachdachte. Immer wieder führte er den Satz an, Glücksspiel berührt das Innerste des Menschen. Damit meinte er, dass jeder Mensch dem Spieldrang erliegen kann. Es gibt eine Kraft, die dich an den Spieltisch zieht. Für Lansky ist das Glücksspiel wie der Alkoholkonsum ein Laster und kein Verbrechen.